Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Alyssa. Ich weiß jetzt, was ich tun muss. Erstmal, ich muss mich heilen. Ja, genau, geh darüber. Und ganz ehrlich, keine Ahnung, ob ich da je drauf gekommen war. Es war gut, dass ich die Ballerinas getötet habe. Mehr oder weniger. Denn da musst du... Tatsächlich, die Sache mit den Fischen war wichtig. Ich glaube, es waren drei blaue, 5 und 6 war die andere Zahl. Da muss ich noch schauen, weil das ist ein Code, den du kriegst. Und da gibt es auch einen kleinen Bug, dass du die nicht wieder kriegst. Den Hinweis, wie viele Fische es sind. Ich habe gerade erst nachgeschaut. Und ja, keine Ahnung, woher ich das wissen sollte. Aber ich muss an das Klavier bei den Ballerinas. Keine Ahnung, also... Woher soll man das denn wissen? Oh, schön, alle tot. Warte, das ist einfach ein random Klavier. Das ist ein altes, großes Piano. Aha, das Keylet, die scheint verschlossen zu sein. Aha. Ah, okay. Ich glaube, das waren 5. Yay, richtig gemerkt. Da ist ein Schlüssel. Hier ist der Fischschlüssel. Na, endlich geht's weiter. Da wäre ich wahrscheinlich ewig lang nicht drauf gekommen. Ich meine, hier bin ich durch. Mit dem Fischschlüssel kann ich zwei Sachen erledigen. Ich nehme jetzt bloß eine Dreiviertelstunde in etwa auf. Dann koche ich. Ach Moment, ich muss ja darüber. Ich habe zwar nicht die massive Munition. Keine Ahnung, ich habe bloß gelesen, bis hier hast du den Fischschlüssel. Das ist die rechte Hand. Aber da war doch der Fisch benötigt, oder? Ah. Ein Schlüsselfisch. Abstrakt, aber cool mit der Lampe. Was ist das? Hm. Finde ich gut. Ist bestimmt sauber, so wie es hier aussieht. Was zur Hölle? Redest du mit mir? Sorry, I might have scared you a bit. I was out there to keep you safe, but I failed. Some other dolls took one of my legs. It must be down there, somewhere. But I'm in no condition to fight them. So I wonder, could you help me out a little? I'll be waiting here. Das schließt meine Vermutung nicht ganz aus, dass die Menschen waren. Alter Mist. Ich traue der Frau nicht. Kann ich die umbringen? Ich könnte sie töten. Wave 1, was? Was ist das? Hä?
Wie lange geht das? Solange es nur die sind. Okay. Was kommt als nächstes? Was ist das? Ach, die! Was macht die da? Nee. Gefällt mir nicht hier. Oh, was ist das? Ich will's haben. Kann ich hier wieder raus? Fuck. Jetzt habe ich Schiss. Ja, toll. Damit habe ich ja nicht gerechnet. Diese Kleinen sind echt ein Problem. Louis Bullets. Muss mal gucken, was das sind. Welcome. Warte, Louis Type, aber ich krieg schon die. Vermute mal, ich muss das machen. Aber ich habe einfach nicht genug Kram und es mit den allen auf. Die Kleinen sind halt das Problem. Mit diesem Runterzielen, das ist halt echt scheiße. Ich hätte gerne noch ein Heil-Item mehr. Vielleicht gehen wir erstmal den anderen Weg. Nochmal um zu schauen, ob da noch irgendwas ist. Unten war ja auch noch ein Fischraum. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Kraft tanken quasi. Ein weiteres Medikit oder wenigstens voll darunter statten. Trotzdem habe ich eigentlich nichts gegen so einen Kampf. Macht. Ist aber eigentlich gut, dass dieser Raum doch nicht sinnlos war, sondern dass dieser Raum auch einen Sinn hat. Ich frage mich nur, ist das jetzt wirklich essentieller Teil des Spiels oder ist es einfach nur irgendwas, was man machen kann? Und ist da irgendwann mal Schluss? Weil ich glaube, da kommen noch schlimmere Sachen. Schlimmere Sachen als das, gegen das wir gekämpft haben. So, hier unten war auch noch ein Fischschlüssel. Da kann ich auch nochmal zwischenspeichern.
Kommst du raus? Ich sag, das Vieh greift mich an. Weil deshalb hat man wahrscheinlich diesen Sud gekriegt, diesen Schwimmsud. Bleibt auch immer in meiner Nähe. Es war auf jeden Fall gerade sehr erregt, als ich hier runtergegangen bin. Ich habe vieles. Munition kann ich zur Not eher nachkaufen als Leben. Aber ich habe diesen Schwimmsud nicht, kannst du nicht umsonst kaufen. Garantiert nicht. Wow. Bin ich tot? Wie komme ich da eigentlich raus? Ich wüsste gerne, ob ich vor dich dadurch leben. Wie kommt man da raus? So nicht. Okay. Ich sollte doch den anderen Weg nehmen. Also effektiv habe ich jetzt noch nichts geschafft. Wenn ich jetzt nachlade... Welcome. Nee, krieg nichts Neues. Dann sollte ich vielleicht doch erstmal gucken, dass ich diese Wellen überwinde. Lauf! Ach, warum? Ich meine, ich habe die Zahnräder, ich kann halt nichts mehr dafür kaufen. Das ist mein Problem. Aber ich habe mir schon gedacht, dass irgendwas... dass dieser Schwimmsuit wichtig ist und vor allem, dass du auch weniger Zeit gecrabt bist, ist wahrscheinlich auch sehr, also festgehalten wirst du wahrscheinlich auch sehr wichtig. Also du bist der Spieler, der... Hätte ich mehr Munition, könnte ich dir auch einfach wegballern. Ja, lass mich raus. Hä? Lass mich doch raus! Was war denn das jetzt? Okay. Ich wollte dich eh in dem Schwimmsuit sehen, also warum nicht? Das müsste ich ja eigentlich genug haben, da ich ja eh nichts mehr dafür kaufen kann, außer vielleicht noch Pistolenmunition, auf die ich vielleicht auch umswitchen sollte nochmal. Dann hole ich mir hier alles und... Ich weiß nicht, ob das mit den Wellen wirklich... Ich weiß nicht, muss man das machen oder ist es einfach nur eine Art Verarsche?
Ah, das eine Vier kann ich ja. Ach ja. Das eine Vier kann ich problemlos töten. Vielleicht kriege ich dann auch gleich wieder. Kann ich dann auch wieder bei dem Crow hier unten was Neues kaufen. Ich hatte gerade wieder das Problem. Dass die sich nicht bewegt hat. Okay, vielleicht darf ich jetzt. Ich weiß nicht so genau, woran das liegt. Oh, ich bin ja echt nass. Das ist ja ein geiles Detail. Alissa ist ganz feucht. Hey du, gib mir den Tankini. Welcome. Ach, scheiße, alles weiter ausverkauft. Den Hydrasud. Oh. Thank you. Ich kann mir nichts leisten, oder? Not enough toothpills. Ich speichere gleich nochmal. Naja, besser als nix. Oh, Alissa! Mensch! Welcome! Thank you! Werden wir gleich mal auf die Probe stellen. Die Ohren sind sehr wichtig für die Hydrodynamik. Oh. Liebes YouTube, ich will nicht schon wieder eine Anzeige haben wegen sexuellen Sachen. Das ist alles okay hier, ja? Ich muss mal kurz schauen. Halt. Made from of sleek synthetic fish scale. 10% defense move. Fast indeed faster. Fast release from grab. Okay. Weniger Verteidigung dafür. Oh, das ist sehr viel angenehmer. Das ist wahrscheinlich, damit du eine Chance hast, dass die abhauen, wenn du keine Muni mehr hast. Aha, etwas blockiert die Tür von der anderen Seite. Ach du Scheiße. Das ist ein Labyrinth. Die Kameraführung ist dafür nicht unbedingt geeignet. Alissa, wie komme ich da raus, Mensch?
sehe halt überhaupt nichts. Schieß! Nein, sie hat mich geschossen. Warum reagiert das manchmal so hakelig? Bin ich der Einzige, der das Problem hat? Also es ist wirklich störend mitunter. Wenn ich sage, die soll das machen, dann drücke ich halt die Tasten und sie macht es nicht. Das Spiel ist trotzdem geil, aber sowas ärgert einen halt. Lauf, lauf, lauf. Na, geht doch. Jetzt geht's wieder. Bloß nicht schießen! Könnt mir helfen! Wie komme ich da raus? Wenn die mich einmal haben, kannst du halt nichts mehr machen. Wie jetzt? Bin ich beim ersten Mal tot? Warte mal, gibt's da irgendwie einen Hinweis? Was muss ich denn machen, um da rauszukommen? Nee. Keine Ahnung, also. Was legt denn fest, wie lange ich festgehalten werde? Das wäre ein hilfreicher Hinweis gewesen. Hey, du musst die und die Taste spammen, dann kommst du raus und nicht, oh, jetzt haben sie dich, du bist tot. Jetzt klappt's doch auch, wie soll, jetzt läuft's doch. Okay, da war ich jetzt zu langsam, aber... Was muss ich drücken? Was habe ich jetzt gedrückt? Ich habe keine Sicht. Okay. Oh, das wollte ich gar nicht. Jetzt bin ich außerdem rausgegangen. Ich weiß nicht, was ich drücken muss, um da rauszukommen. Hey, war doch gerade was. Was das Spiel allerdings gut macht, ist...
Es ist gut dabei, in der Panik auszulösen. Was? Was? Eine Frage, was bringt denn der ganze Mist hier? Hä? Die Kameraführung ist hier nicht geeignet. Das? Floating on the water. There's a file inside. Passen drei in Edith below. After glass like petrification starts to get extraordinary mutations. 8 tentacle legs grew from her body. She's showing signs of slow Detrification, another step closer to controlling non-organic to organic material. Okay, diese Frau, der sind Tentakel gewachsen und sie kann... Ja, aber was bringt mir das alles? Ich hätte gerne eine andere Kamerasicht. So, jetzt sind sie wenigstens tot. Aber was bringt das? Was bringt dieses Labyrinth? Hier muss irgendwo was sein, was ich nicht gesehen habe. Bringt das überhaupt irgendwas? Ja, hier habe ich das. Oh, das bringt mir herzlich wenig. Hier ist der Anfang. Hier muss doch irgendwas sein, außer dieses... Und es wäre eigentlich logisch, wenn es im hinteren Bereich ist. Da muss irgendwas sein. Ist hier echt nichts? Ach, wo bin ich hier gelandet? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang bin, aber hier bin ich richtig.
Oh nee, das stinkt nach Bosskampf. Was für eine Monstrosität. Das meiste davon sieht aus, als wäre es zu Fossilien geworden. Ein Teil davon ist aus Glas geworden. Das ist das Ding. Ah, es hält so etwas. Eine dekorative Metallscheibe. Sieht interessant aus. Wichtig aus. Aha. Die Tür ist barrikadiert, sie wird sich nicht öffnen. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt zurücklaufe, kann ich einen Bosskampf haben. Und ich habe absolut... Oh, ich habe 10 Schuss, also... Und ich kann vielleicht einmal getroffen werden, danach ist Schluss. Vielleicht doch kein Bosskampf. Oder ich habe mich geirrt. Wäre das erste Mal. Was kann die? Bestimmt, die schießt bestimmt gleich. Oh! Okay. Sie kann das klar. Und jetzt kommt ein Sturmangriff. Okay, damit kann ich nichts machen. Lass ihn mal da rein, vielleicht ist es. Okay, das ist nicht das Rätsel für Lösung. Ich hab halt nichts. Machst du im Nahkampf? Ja, wir tanzen mit ihr. Was zur Hölle? Oh, was? Die verfolgt mich? Mit ihren Schlägen? Ja, 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 danke. Da bräuchte ich was Besseres als die Pistole. Also, da habe ich absolut nichts. Im Nahkampf kann ich vergessen. Das heißt, ich sollte jetzt erstmal gucken, dass ich die ganzen Damen hier loswerde. Ich brauche die Pistole. Ich muss die auf Nahkampf besiegen. Also im Nahkampf... habe ich gesagt, ich muss die auf Nahkampf besiegen? Ich muss die auf jeden Fall auf Fernkampf besiegen. Im Nahkampf hast du keine Chance gegen die. Da waren sie gerade. Kannst du vergessen? Ich sehe gar nicht so richtig, wo ich hinschwimme. Okay, ich muss wirklich irgendwelche Tasten spammen, da komme ich raus.
Ich kann die nicht anvisieren, weil ich nicht sehe, wo ich hinziele. Ich sehe nicht, wo ich hinziele. Das ist scheiße. Ich ziele halt voll in die falsche Richtung. Ich weiß nicht, wo ich hinziele. Ja, das wäre ja nett. Mm-mm, kann man vergessen. Ich kann mal gucken, ob er jetzt plötzlich was Neues hat. Aber ich sehe halt in dieser Position nicht, wo ich hinziele. Ich kann das nur erahnen und ich kann nicht abschätzen, wie die Kameraperspektive müsste aus der anderen Richtung sein. Dann wäre es besser. Wenn ich jetzt kein Medipack kriege, dann kann ich vergessen. Dann kann ich auch dem auf. Sie läuft nicht. Danke. Warte mal, gibt es hier vielleicht nochmal irgendwas? Ah ja, bei dieser. Das soll nämlich manchmal verbuggt sein. Wollte nur mal sehen, ob der Bug vielleicht weg ist. Anscheinend hat er dann rausgefixt. Es kommt nämlich vor, dass manchmal die Fische nicht mehr auftauchen. Ja, wenn der jetzt nochmal ein Medikit verkauft und vielleicht noch Munition, dann ja, ansonsten muss ich mir echt was überlegen, wie ich die alte fertig mache, weil... Ich habe keine kann nichts machen. Thank you. Thank you. Machen wir noch ein. Ja, das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt, was ich noch machen kann. Ich bin halt permanent verletzt. Vielleicht war es auch ein Fehler zu speichern. Kameraperspektive ist halt echt Mist. Das hatte ich schon mal. Da hinten ist es. Ich glaube, das ist hinter der Wand. Jupp. Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ach, komm schon. Ja, ich bin tot. Ich hab's verstanden. Okay. Könnte erst mal bei den Wellen das versuchen, aber beim erstbesten Treffer bin ich halt tot. So langsam frustriert mich das Spiel ein bisschen.
bräuchte halt noch wenigstens ein Medipack. Ach, jetzt weiß ich, das ist, hier sind wir. Ich glaube, ich muss beides machen tatsächlich. Oh ja, das Medipack habe ich. Besser als nichts. Ne, ich bin nicht arschig. Sorry, I might have scared you a bit. I was so dead. Auf jeden Fall habe ich, wenn ich das hier schaffe, unglaublich viele. Ja. Some of the dolls took one of my legs. It must be down there, somewhere. But I'm in no condition to fight them. So I wonder, could you help me out a little? Da habe ich wenigstens 15% mehr. 15% mehr. 5% mehr Schutz. Und wo kommen sie? Die ersten sind kein Problem. Die schnellen sind mein Problem gewesen. Nein, ich kann nichts machen. Boah, wie fies. Wenn die dich einmal haben, haben sie dich. Ah, nein. Jetzt habe ich so eine eklige Stelle, an der ich nicht mehr weiterkomme. Versuchen wir es auch einmal. Beides zwei arschige Stellen. Okay, das war jetzt wirklich nur blöd. Ich darf vielleicht wirklich nicht da stehen bleiben, weil wenn die dich einmal schlagen mit dieser Waffe, dann kommst du nicht mehr dagegen an. Dann schlagen die immer weiter auf dich ein. Das Gute ist, ich kann mich übrigens einmal heilen und ich kriege immer wieder irgendwas runtergeworfen. Aber waren das nicht Munition? Ah, das war glaube ich nicht für die Pistole, sondern es war für die Maschinenpistole. Ich nehme trotzdem mal die Pistole, weil ich dafür wenigstens was habe. Vielleicht soll man es auch mit der MP machen, aber mit 30 Schuss kommst du da nicht weit. Deshalb braucht man eine dritte Waffe. Mir wäre es lieber vorhin gewesen, wenn sie mir ein Medikit runtergeworfen hätten. Sorry, I might have scared you a bit. I was out there to keep you safe. But I failed. Some of the dolls took one of my legs. It must be down there, somewhere. Ich trau dir überhaupt nicht. But I'm in no condition to fight them. So I wonder, could you help me out a little? Ist es wirklich zufällig, wo die rauskommen?
erste kam von oben. Lauf! Ich glaube, du musst die Maschinenpistole hier nehmen. Ah, ich muss nachladen. Nee, das, da muss ich die Maschinenpistole nehmen. Und ich glaube, die Munition kam ja auch runter. Dann sehen wir uns das nächste Mal zu Let's Play Alissa. Dem Spiel, in dem ich so richtig am Abkacken bin. Bis zum nächsten Mal. Bye, Leute.